Ich arbeite seit 7 Jahren als Briefträger. Ich habe da angefangen, als ich Student war an der Akademie oben. Und auch eigentlich ist es eine Tätigkeit, das man machen kann, als ein Job, ne? Das liegt an einem selber, wie schnell oder wie langsam man fertig wird. Da muss man in alle möglichen Bezirke reingehen. Und da kennt man eigentlich die Stadt Stuttgart kennen. Aber seit 5 Jahren bin ich in dem gleichen Bezirk da. Und da weiß ich ganz viele Geschichten über alle möglichen Leute, die da wohnen. Da wir stellen nicht nur Briefe zu, wir bringen Nachname, die müssen wir kassieren. Wir bringen manchmal Geld und die Leute sind meistens sehr froh darüber, da kriegt man ein kleines Trinkgeld und manchmal eine Tasse Kaffee oder so. Aber meistens lehne ich die Kaffee oder Schnaps ab, weil ich einfach keine Zeit habe. Das heißt, ich nicht die Zeit nehmen will, weil ich heim will und andere Sachen zu tun habe. Da kriege ich so 1300 Mark netto raus. Ein bisschen Schulgeld dazu, 60 Mark im Monat. Und ich meine, für unsere Situation ist da kann man schon damit auskommen. Aber es gibt Postler, die ein paar Kinder haben und die müssen alle nebenher noch einen Job haben. Ne? Das reicht einfach nicht. Dave, du hast wie ich von 1970 bis 1974 in der Klasse Sonderbock studiert. Jetzt im Hinblick auf deine künstlerische Arbeit, wie beurteilst du dein Kunststudium? Ich habe 4 Jahre in Amerika studiert, bevor ich nach Deutschland kam. Und ich wusste einigermaßen, was ich wollte. Es war für mich wichtig, nach Europa zu kommen. Und dass ich Student hier war, war sehr bequem. Also das hat gebracht, dass ich 10% Ermäßigung an Farben kriege, dass ich die Straßenbahnbille fahren könnte, dass überhaupt ein Student zu sein, ist vielleicht etwas leichter als nachher ganz allein dazustehen. Also es ist etwas leichter, als dich durchzuschlagen zu müssen. Die Professoren an der Akademie irgendwie erzählen ein Märchen, dass man studiert, man wird fertig und irgendwie wird man einen Namen machen, man verkauft Bilder und man lebt davon. Aber wie gesagt, das ist ein Märchen. Ich glaube, es muss einfach geändert werden in den Akademien, dass ein realistisches Bild gemacht wird, dass die Studenten von vornherein weiß, wie hart es sein wird nachher, dass man zu 95% arbeiten muss. Es gibt nur 5% von den Künstlern in Deutschland, die davon leben können. Du hast kein Stipendium bekommen. Nein, ich habe nie ein Stipendium bekommen, weder in Amerika noch in Deutschland. Ich habe immer nebenher arbeiten müssen und ich bin es halt gewohnt. Ne? Mit Bilderverkauf ist immer etwas gelaufen, aber das war nie genug, davon zu leben oder überhaupt davon so zu denken überhaupt. Glaubst du, dass künstlerische Arbeit in irgendeiner Weise eine Wirkung auf Gesellschaft hat? Es hat sicher eine Wirkung auf die Gesellschaft, aber das ist, wie misst man das? Ich meine, ich sehe halt, dass die Bevölkerung überhaupt mehr lernen muss, mit Kunst umzugehen. Und das fängt in der Schule an. Es wird überhaupt nicht bewertet, die musischen Fächer. Es fällt meistens aus, das wäre die unwichtigste Fach in der Schule. Ne? Ihr geht jetzt nach New York. Was für Gründe gibt es dafür, dass ihr Stuttgart verlasst?
Der größte Grund ist die Kunstmetropole. Was früher Paris war, ist heute New York. Hier in Stuttgart kann man schon was erreichen, aber das kann man nur zu einem bestimmten Punkt bringen. Das ist eine Sache mit dem Stipendium. Ich meine, alles, was ich sage, ist rein subjektiv. Aber ich habe negative Emotionen entwickelt über den Jahren. Ich habe oft versucht, in verschiedenen Wettbewerben mitzumachen und auch zum Beispiel Kunststiftung Baden-Württemberg. Da gab es nur 30 Leute in Baden-Württemberg, die sich dafür beworben haben. Und würde nur zwei, glaube ich, haben ein bisschen Geld gekriegt. Und ich finde, dass das eine sehr schlechte Leistung ist für Baden-Württemberg, ein Land, das so viel Industrie und so viel Geld, so viel Mittel zur Verfügung hat. Das reicht nicht aus. Das muss viel mehr gemacht werden von der staatlichen Seite her. Aber wenn man hinter diese Kulissen zieht, dann ist es eine reine Beziehungssache. Es ist eine komische Sache, dass ein Maler nicht nur guter Maler sein muss. Erstens, er brauchte eine Sensibilität zum Malen. Aber das darf er nicht haben, wenn er zum Galerie geht, weil er muss ein ganz stahlharter Geschäftsmann sein, weil die Leute die fragen oft saublöde Fragen. Ja, was bedeutet denn das? Oder ja, ist das Bühnenmalerei? Oder ist das, ja, was heißt das überhaupt? Ne? Und diese zwei Sachen zu haben, das ist sehr schwer zu vereinigen. Das ist immer ein innerlicher Konflikt. Ich glaube, dass ein Maler darf sich nicht nach dem Kunstmarkt richten. Das hört sich vielleicht etwas klischeehaft an, aber man muss machen, was man innerlich fühlt oder einfach den eigenen Weg finden. Und egal, wer sagt, ja, wenn Sie ein paar andere Sachen bringen, die gerade in der Mode sind, dann vielleicht können wir was für sie tun. Das wäre eine Fehler meiner Ansicht nach. Man muss ehrlich sein, sich selber gegenüber. Und das ist nicht immer leicht, weil jeder Mensch braucht Erfolg und irgendwie sieht den Maler, der sieht die Galerien als ein Erfolgserlebnis, wenn er ausstellen kann oder überhaupt, wenn seine Sachen ankommen.